Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wii U. Oder Wii, wie auch immer, scheiß drauf. Ich bin Kaito, an meiner Seite ist Kaito! Dementio, du Depp. Okay. Ich bin Mario mit einem lächerlichen Leben und Dementio ist Luigi mit 11 Leben. Ich dachte, wir machen mal Partnertausch. Partnertausch? Wir haben gar keine Partner. Wir sind so einsam. Ja, leider. Na gut. Aber Mario und Luigi, die müssen nur die Prinzessin am Ende retten, dann sind sie schon mal nicht einer. Aber wer kriegt die dann von uns beiden? Das ist jetzt die Frage, ne? Wie heißt das nochmal? Nein, lass mich nochmal! Die dicke Bertha. Au! Ich werde angegriffen! Ja, dann lauf doch! Oder schwimm! Ich kann nicht mehr laufen. Wo bist du? Ich befrei dich. Ich bin das, was ich am liebsten mache. In der Blase? Danke, dass du mein Schutzschild gewesen bist. Ja, du musst auch weiterkommen, damit wir hier rauskommen. Los, Schuss. Ich hasse. Ich komme nicht hoch. Nein. Nein. Komm, spring da hoch. Nein. Ach, du Idiot. Da ist jetzt geschockt. Nee. Doch, natürlich. Um den kleinen Vorsprung und dann hochspringen. Woher willst du das wissen? Ich hab's doch schon gemacht an der Stelle. Wo mich dann die Bertha erwischt hat, im letzten Part. So. Gib mal hier so ein Item. Propeller am besten, dann sind wir ganz oben und können da fliegen. Ich glaube, das ist für diese Welt hinderlich, wenn man da. Ja, wo kommst du denn hier sowieso immer nach unten? Da ist sie wieder, die dicke Bertha. Bleib weg! Bleib weg, du fette Qualle! Das Essen Fisch! Keine Qualle! Ich nenne alles fette Qualle, was so schnell sich durchs Wasser bewegt. Geh weg! Einfach oben bleiben! Oben bleiben, habe ich gesagt! Nein, unten bleiben. Das ist die beste Lösung. Unterm Fisch. Nee, ey, du hast mich da unten transportiert! Oh, da kommt die Feuerblume. Ich habe gar keine Feuerblume gesehen. Ja, weil ich sie auch schnell weggelootet habe. Jetzt hier! Oh, hier um. Außerdem waren wir hier noch gar nicht, ey. Sonst hätten wir letztes Mal den Checkpoint schon gehabt, wenn du es bis zum Checkpoint geschafft hattest. Nee, ich wurde vom Checkpoint von der dicken Bertha erwischt. Ja, also, du hast es geschafft, da. Oh, hier, willst du nicht eine Feuerblume haben? Ja, hier aber willst du mal haben, ja, hast recht. Oh, ich hasse es. Guck mal, da ist die zweite Münze oder so? Ja, das war die zweite Münze, jetzt. Ich will fliegen. Ey, ich wäre da hochgekommen, das kann ich dir sogar schwören. Ich folge dir mal. Meiner Sicherheitsblase. Nein, Was ist los? Brauchen wir den Dingens noch? Wir brauchen doch, du hast schon die dritte Münze. Nee, die dritte Münze brauchen wir noch. Wo ist die ja, denn? Ja, also. Ja, zurück! Ja, wo soll ich wissen, wo die ist? Ja, aber klar. Der scroll mal da links. Ich kann doch nicht. Wo wäre die denn überhaupt? Mal versuchen. Hier ist auf jeden Fall eine. Das weiß ich. Du hast das Ding fallen gelassen, ne? Ja, hier ist eine. Eine richtige Scheißstelle ist das. Ach, das? Da ist bestimmt auch die dritte Münze. Ich glaube, da ist der Secret Exit. Also, das bestimmt. Warte kurz auf mich, okay? Warte kurz auf mich. Warte kurz genau. Auf mich. Warte kurz auf mich. Warte kurz auf mich, du Sack, hab ich gesagt. Da hier ist er. Und da ist auch der Secret Exit. Warte mal, was ist denn in diesem Fragezeichenbox? Achso, einfach nur eine Münze. Ja, hier ist auch Secret Exit und die dritte Münze. Gott sei Dank. Ja. Weil das wusste ich noch, dass da drunter eine scheiß versteckte Stelle da, ne?
Ja, keine Mutter, das war es beim ersten Mal verpasst hat, ne? Ja, weil man von der dicken Bertha fliehen musste. Ja, genau. Aber jetzt, das führt dann nur zum Schloss. Natürlich. Haben wir gleichzeitig schon den Weg zur Kanone geschafft. Nee, das ist doch erst da beim Level mit der Höhle da. Da gibt's auch einen Secret Exit. Achso. Da ist jetzt nur, dass du dann zum Beispiel direkt zum Schloss kannst. Okay, gut. Aber zur Welt 6.6 müssen wir sowieso auch noch. Ja, klar. Aber da gibt's auch einen Secret Exit. Die führt dann zur Kanone. Okay. Dann laufen wir voran. Erste Münze, dritte Münze und Secret Exit. Weiß Bescheid. Oh nein. Ich erinnere mich an dieses Level. Du könntest ja auch spannend machen und dunkel lassen. Ist das im Wasser? Wir übersehen erstmal. Jetzt komm schon. Dann leuchte auch. Wohin denn? Hier müssen wir eben, sonst fällt die runter. Beim ersten Mal sind wir an die Decke gekommen. Da ist er runtergefallen, ne? Muss man aufpassen. Hier kommt jetzt so ein Piranha-Ding rein. Und leuchtet schön immer ins... Ach, ganz toll. Mit dem scheiß Ding da, was da mir da im Weg steht. Springe ich immer wieder in den Kopf. Irgendwie haben wir ja verloren. Ja! Ja, kill die bei den Piranha-Fanzen. Komm her, komm her, genau, komm her. Komm her, du Misty. Komm her. Ja. Genau. So, was haben wir hier? Fische. Vorne kommt irgendwas. Ja! Ja, bis wenigstens groß, ne? Ist hier oben irgendwo was? Nee, ne? Nee. Ich frag immer, wo die dritte Münze ist, ey. Wo ist die denn? Warst du hier nicht mehr? Hä? Warst du hier nicht schon? Ja, ich war immer alles schon, aber ich weiß jetzt nicht, wo die dritte Münze ist. Die zweite, die müsste jetzt kommen, glaube ich. Dafür braucht man die Trampoline. Für die zweite Münze, weißt du? Da, diese, wenn alleine spielt, da brauchst du normalerweise diese Trampoline, die da sind. Aber die dritte Münze ist jetzt die Frage, wo ist die denn nochmal? Fuck, ey. Ach so, da kommen wieder Flop-Flops. Oh, das ist doch bestimmt. Da ist er. Kill die erstmal. Oh, bin dabei. Bin dabei. So, jetzt hier hoch. Genau. Gut, jetzt gehen wir mal direkt zum Secret Exit, ne? Weiß Bescheid, ne? Okay. Wir gehen jetzt nicht zum normalen Exit, den haben wir ja schon. Ja. Wer? Vorsicht, Vorsicht. Da schießt einer Feuer, Ja, ich weiß. Scheiße, ich dachte, ich lande auf dem. Echt doof hier. Hier oben, das ist der Secret Exit, weißt du? Okay. Aber wir müssen noch durch eine Horde von Flap-Flaps. Nee, ne? Doch. Ich hasse Flap-Flaps. Also, gib Gas. Oder nicht immer nur Gas geben, sondern ein bisschen abbremsen vielleicht auch. Ach, was denn jetzt? Gas. Ach ja, es ist ein... Ja, das sind schon... Also, das sind nicht so meine Gegnertypen. Ne? Zumindest sind die nix. Ha! Die unterste Spitze erreicht! Dafür, dass du eigentlich höher springen kannst als ich? War das schlecht? Ich bin abgerutscht. Ja, genau. So, jetzt können wir schon Kagoge. Was fährt uns denn jetzt eigentlich noch? Das Schloss haben wir ja schon? Mal eben schauen. Ah, guck mal da. Mal schauen. Ja, wir haben alles.
Das heißt, dann können wir jetzt wieder Welt 7. Wir geben vorher noch, das müssten wir geschaffen. Nee, warte mal. Aber wir können schon mal in die Welt 7 aufbrechen. Ja, aber nein. Gehen wir mal zurück. Das grüne Totterhaus könnten wir noch eben machen. Ach Gott. Ach, das ist Mann, Scheißsteuerung. Überempfindliche Welt 5 waren wir schon. Ja, glaube ich. Mr. Mario. Ah, oh, it's me, Mario. Da, direkt da. Hat ja super funktioniert. Das war auch mein Plan. Ja. Das war alles geplant. Das war alles geplant. Du kannst mir nichts anderes nachweisen. Jetzt kannst du deine Fehler ausbessern, indem ich nur ein Leben, ne? Ja, ich hoffe mal, dass es jetzt besser aufgehangen geht, jetzt Dinger. Wie freut man sich eigentlich ab? Oh, fuck! Verrissen! Na? Ja, doppelt so viel. Aber du warst ja auch nötiger als ich. Oh, ihr Katze! Ah, ne, das war Teenage Mutant Ninja Turtles. So, jetzt aber. Boah, du kommst ganz schön gar dran, ne? Mit dem extra Leben. Was, an dein Leben jetzt? Ja. Ach so, ja. Okay, dann sehen wir uns in 7-2 wieder. Bis denn, euer Kaito.